Herzlich willkommen bei der Emil Frey Gruppe. Er ist gewissermaßen einer der Pioniere seiner Zunft, denn die erste Generation des Outlander Plug-in Hybrid wurde bereits 2003 angeboten. Und 2019 entschieden sich 64% genau für diese Version. Ein Großteil des Erfolges ist natürlich der Antriebstechnik zuzuschreiben. Und genau die schauen wir uns jetzt mal direkt als erstes an. Ein Plug-in-Hybrid kombiniert einen herkömmlichen Verbrennungsmotor mit einem oder zwei kleinen Elektromotoren zu einer Antriebseinheit. Vorteil: Der Verbrenner wird in bestimmten Betriebszuständen entlastet bzw. ganz abgelöst. So ist der Elektroantrieb zum Beispiel in der Lage, Fahrten in der Stadt autark zu bewältigen, meistert aber teilweise auch Strecken mit Geschwindigkeiten über 50 km/h. Das hängt von der Leistung des Elektromotors und der Größe der dazugehörigen Batterie ab. Als Resultat soll das zu einem erheblich reduzierten Kraftstoffverbrauch führen und damit zu einer geringeren Menge an klimaschädlichem CO2. Mitsubishi gibt den Verbrauch des Outlander mit 2 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer an. Somit ist dies dann auch der gesetzlich gültige Verbrauch, der einem CO2-Ausstoß von nur 48 Gramm pro Kilometer entspricht. Will heißen, je nachdem, wie oft und lange elektrisch gefahren wird. Wer also seinen Plug-in in erster Linie auf der Kurzstrecke nutzt und konsequent auflädt, kann im normalen Alltag sogar komplett ohne Benzin auskommen, wenn die Strecke innerhalb der möglichen elektrischen Reichweite liegt. In unserem Fall sind das etwa 43 Kilometer rein elektrische Fahrt. Klasse! Tja, wie wir gerade gesehen haben, da steckt eine ganze Menge umweltverträglicher Technik unter der Haube. Aber bleibt deswegen auch der Fahrspaß auf der Strecke? Und das wollen wir genauer wissen. Deswegen nehmen wir den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid jetzt einmal mit. Und zwar zum einen auf die Straße und zum anderen auf etwas raueren Untergrund, denn schließlich ist er ja auch ein SUV. Der Mitsubishi überzeugt mit seiner Geräuschkulisse. Keinerlei Aufjaulen des Verbrenners beim Beschleunigen. Insgesamt unauffällig in Ton und Verhalten schaltet er sich bei Bedarf dezent dazu. Sehr wohltuend. Der 2,4 Liter Benzinermotor mit 135 PS wird dabei perfekt abgestimmt durch zwei Elektromotoren mit 82 bzw. 95 PS. Die maximale Systemleistung von über 220 PS kann sich sehen lassen. Wie die gesamte Dämmung der Fahrzeuggeräusche. Das gut gedämpfte, aber dennoch feste Fahrwerk mit Einstellmöglichkeiten passt zur Charakteristik. Mal abgesehen von dem nur auf miesen Pisten hier und da aufkommenden Poltern der 18 Zöller Leichtmetallräder. Ausflüge ins Gelände sind durchaus machbar. Der überwiegende Einsatz des Allradsystems wird aber bei den meisten der Käufer für die Fahrt bei widrigen Wetterverhältnissen wie verschneiten Straßen von Nutzen sein. Insgesamt empfiehlt sich der Outlander in Summe mit bequemen Sitzen und umfangreichem Platz innen als entspannter Reisewagen und präsentiert gerade auf Langstrecken viel Komfort. Dazu braucht es natürlich auch einen entsprechenden Innenraum. Und dass der Outlander beim Interieur das hält, was er uns bereits beim Exterieur in den Bildern versprochen hat, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Genauere Features, wie er außen aussieht, wie er sich präsentiert, das zeigen wir Ihnen direkt im Anschluss. Was direkt auffällt, Platz satt, selbst für Großgewachsene vorne und hinten. Hier fühlt man sich auf Anhieb wohl. Dazu tragen auch die angenehmen Materialien bei. Alles ist sauber verarbeitet und erfreut Optik wie Haptik gleichermaßen. Komfort wird großgeschrieben. Viele an Bord vorhandene Features erleichtern den Autoalltag in den unterschiedlichsten Bereichen. Beheizbares Lenkrad, Smart Key System oder auch die beiden 230 Volt Steckdosen. Das Infotainment Terminal lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Hier wird per Sprachsteuerung und Touchscreen vom Navi bis zum Soundsystem intuitiv bedient. Das 8 Zoll Farbdisplay ist kompatibel mit Apple CarPlay sowie Android Auto. Sehr schick und präsentiert umfängliche Dienste von der Playlist bis zum Eingeben bzw. Abrufen von Textnachrichten. Zahlreiche serienmäßige Assistenzsysteme verringern das Risiko von Unfällen und schützen die Passagiere im Falle einer Kollision bestmöglich.
Komfortabel und praktikabel natürlich auch das Gepäckabteil. Bis zu gut 1600 Liter passen hier rein und das bei maximaler Variabilität. Übrigens könnte man den Outlander auch als kleines Kraftwerk nutzen. Mit vollem Tank stellt er 100 Kilowattstunden Strom bereit. Das reicht, um ein Einfamilienhaus rund 10 Tage lang mit Energie zu versorgen. Mal eine andere Betrachtungsweise eines Automobils. Apropos betrachten. Egal aus welchem Winkel man den Outlander betrachtet, moderne Leuchteinheiten hinten und vorne, dazu spannende Karosseriestrukturen. Kurzum, schick in Schale, und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam mit Ihnen im Detail an. Kraftvolles Design, dynamischer Auftritt, klare Formensprache, so beschreibt Mitsubishi seinen Hybrid aus Japan, was wir sofort bestätigen. Das Frontdesign mit der Bezeichnung Dynamic Shield bildet eine charakterstarke Erscheinung. BLED-Scheinwerfer sowie chromfarbene Designelemente demonstrieren Präsenz. Schauen wir uns die Fahrzeugseite an. Hier dominieren nicht nur die sportlich eleganten 18 Zoll Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben im Fond, klare Karosserielinien und die silberne Dachreling unterstreichen die automobile Eleganz. Das Heck rundet das markante Äußere ideal ab. Dazu tragen natürlich die großen modernen LED-Rückleuchten, silberne Akzente und der aerodynamische Dachspoiler bei. Eben ein besonderes SUV mit viel Charisma. Der Mitsubishi Outlander in der Plug-in-Hybrid-Variante ist nicht von ungefähr so erfolgreich. Ein schickes Äußeres, ein funktionaler Innenraum, umweltverträglich und jede Menge Fahrspaß. Und das alles ideal verpackt in einem SUV mit richtig guter Übersicht. Na, neugierig geworden? Dann empfehlen wir Ihnen eine Probefahrt, damit auch Sie Ihre Erfahrungen mit dem Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid machen können. Die Experten der Emil-Frei-Gruppe, die freuen sich schon auf Sie. Wir wünschen viel Spaß mit diesem Fahrzeug und wünschen schon einmal gute Fahrt.